Sodala, Peace, was geht ab? Ich begrüße euch zu der lang ersehnten Game Changer Videoserie. Das ist jetzt im Grunde ein längeres Video, aber ich cut es in kleinere Teile und lade es dann so vereinzelt hoch zu den dementsprechenden Themen. So, um kurz aufzuklären, was es mit Game Changer auf sich hat. Ich habe mir so vor geraumer Zeit mal gedacht, Alter, was war, wenn man mal so den ganzen Müll, der nicht so dienlich ist, das war eigentlich jetzt nicht so viel Sinn hat, sage ich mal, bis sie zurücksteht. Und dafür irgendwas macht, was einem eigentlich viel mehr interessiert. Und was war dann natürlich am besten, was dem in die Karten spielt? Ein großer Dopamin-Detox. Dopamin-Detox kennt wahrscheinlich jeder, aber nur um es kurz zu erklären. Da verzichtet man halt eine Weile mal auf all die Sachen, die wo eigentlich normalerweise Spaß machen und Dopamin ausschütten. Wie zum Beispiel Drugs, Zocken, Netflix oder so. Und wenn man dann eine Weile Dopamin-Abstinenz war, dann ist am Ende dieser Kur der Körper nicht mehr dieses Dopamin gewohnt, was man natürlich im normalen Alltag durch Social Media etc. blabla eigentlich jeden Tag, jede Stunde, womit man sein Hirn und seinen Geist stimuliert. Und da dachte ich mir, was ist, wenn man mal einen richtig dicken, einen Combo-Detox macht, wo man mal so richtig viele Sachen kombiniert und dann mal schauen, wie man sie dann nach einer Woche fühlt. Oder nach zwei. So dachte ich mir, probieren wir doch das einfach mal aus. Mal für eine Woche kein Cannabis, eine Woche kein Netflix, kein Zocken, keine unnötige Instagram, Snapchat, blabla Scheiße. Dann kombiniert mit NoFap und natürlich Porn-Abstinenz. Zusätzlich ein bisschen öfters mal Sport machen unter der Woche. So, keine Ahnung, zwei, drei, vier Mal. Meditieren täglich, mindestens Viertelstunde. Und ein Fasten hätte ich auch nochmal eingeplant. So ein Intervallfasten, 16/8 Fasten. Da isst man quasi nur zwei Mahlzeiten und das reicht dann aus. So, nun ja, habe ich diesen krassen Detox vollzogen in kompletter Länge? Nun ja, dazu hätte ich mir erstmal einfach diesen Gedanken, diesen entschlossenen Gedanken mal kurz in den Kopf setzen müssen und das einfach mal ein bisschen sacken lassen müssen. Aber ich hab's nicht gemacht. Das macht aber gar nicht so viel aus, weil ich habe mir dann gedacht, Alter, fang doch einfach mal mit dem einen und dann mit dem nächsten und dann mit dem nächsten an. Auf entspannt, verstehst? Und da waren wir schon beim allerersten Thema, das wäre Cannabis oder Drugs allgemein. Da war es ja so, dass ich ja jetzt schon seit einigen Jahren ein Weed-Consumer bin. Am Anfang war es nur was Besonderes, würde ich sagen. Es war überhaupt nicht oft, vielleicht mal im Schnitt einmal in zwei Monaten ist man halt mal irgendwo eingeladen worden. Und das hat sich dann so ein, zwei Jährchen gezogen. Also ganz, ganz unregelmäßig. So nach einer Zeit, wo ein paar Connections entstanden sind, haben wir sie dann mal selbst was geholt. Ja, und ab da ist es schon etwas öfter geworden und dann so im Laufe der Jahre sie sehr öfter, aber man hat es so im Grunde immer noch gut im Griff gehabt. Meinte man. Ja. Am Wochenende haben wir natürlich immer mal sehr gern gesmoked und gelegentlich einmal unter der Woche. Und wenn man einmal ein bisschen das Zepter verloren hat, dann ja, ist es einmal passiert, dass man vielleicht eine ganze Woche durchgesmoked hat. Aber dann hat es dann wieder die Zeiten gegeben, wo man gesagt hat, na jetzt machen wir mal Pause. Oder zumindest unter der Woche machen wir jetzt mal Pause, von Montag bis Freitag. Und nach dieser kleinen Mini-Pause, da haben wir sie dann am Wochenende schon wieder auf eine bisschen intensivere Wirkung sich freuen können. Des Weiteren, wenn man ja mal eine kleine geplante Pause macht, braucht man ja nicht so viel und es wirkt trotzdem stärker. Es ist ja im Grunde einfach wirtschaftlicher. Und jeder wird bestätigen können, wenn man sie jeden Tag was einpfeift, dann ist wirklich nichts mehr besonders. Die Toleranz baut sich auch einfach immer schneller auf und dann braucht man immer nur noch mehr, um den gleichen Effekt zu erzielen. Und da habe ich gelegentlich mal ein paar Pausen eingelegt. Aber diese Pausen, mal so unter der Woche, die 5 Tage oder einmal bisschen länger, vielleicht auch eine ganze Woche, 7 Tage oder einmal 2 Wochen. Die waren halt bisschen rare, so solche Blockpausen, sage ich mal. Sagen wir mal, vielleicht in 2 Monaten hat man mal so im Schnitt vielleicht 1,5 Wochen Pause gemacht. Dazwischen natürlich einmal wieder ein paar Tage Pause, so einer oder zwei, vielleicht drei. Aber im Grunde war da immer so eine routinierte Dynamik dahinter. Und so nach einer Zeit hat es sich dann einmal wieder eingependelt, dass man wirklich gesagt hat, nur am Wochenende und unter der Woche
lassen wir es mal bleiben dabei, was sich dann aber natürlich einmal ganz schnell wieder verändert hat. Im Grunde kann man sagen, die Pausen sind also gemacht worden, damit du nach der Pause genauso wieder weitermachst wie davor. Und das ist natürlich jetzt nicht so ganz zielführend, sage ich mal. Und letztens sage ich mal, das ist schon eine Zeit her, hab ich mir so gedacht, war wieder Krisezeiten, so, keine Ahnung, fast jeden Tag so. Oder nicht ganz, wieder üblich am Wochenende. Habe ich mir so am Sonntag des Wochenende gedacht, oder also schon am Samstag, Alter, du smokst so gut wie immer am Wochenende, was ja jetzt auch nicht so verwerflich ist. Ich meine, man hat die ganze Woche gearbeitet, man hat es ja verdient. Aber warum smokst du eigentlich immer, so gut wie immer am Wochenende? Im Grunde, weil ich auch am Wochenende davor schon gesmoked habe. Und davor auch wieder am vorherigen Wochenende. Und davor wieder und wieder. Das heißt, ich smoke am Wochenende so fixiert, routiniert, nur weil ich am letzten auch gesmoked habe. Und das ist sinnlos, dass meine vergangene Vergangenheit meine Zukunft beeinflusst. Was soll ich doch mehr smoken, wenn man mal, keine Ahnung, wirklich Lust hat, aber nicht aus einem unbewussten Kontrollmuster, sage ich mal. Ja, und an diesem Wochenende habe ich mir davor so gedacht, Alter, dieses Wochenende smoke man nicht, Alter. Am Freitag habe ich mir so gedacht, so in der Früh vor der Arbeit, smoke man nicht, Alter. Nicht, wenn es nicht sein muss. Ja, dann ist die Arbeit vergangen, man hat sogar die Feierabend gehabt und im späteren Verlauf bin ich dann wieder dicht in meinem Zimmer gehockt. Ja, und da haben wir echt so gedacht, Alter, wenn du nicht einmal das schaffen kannst, dass du an einem Wochenende nicht bewusst smokest, dass innerhalb eines Tages diese Hemmung, dieser winzige Vorsatz fällt, na, halt smoke mal nicht, wenn es nicht sein muss, Alter, dann liegt da definitiv ein Problem vor. Dann ist man vielleicht nicht süchtig nach Gras und man ist vielleicht auch nicht süchtig am Wochenende zu smoken, aber es hat sich trotzdem ein äußerst routiniertes, fixiertes Muster entwickelt, was mich in der Hand hat. Und das sollte andersrum sein. Beziehungsweise sollte gar kein Muster sein, sondern einfach noch Lust und Laune. Wobei es diesen routinierten Mustern ist natürlich auch geschuldet ist, dass so scheiß starkes Zeug unterwegs ist auf dem Schwarzmarkt etc. Aber dazu kann ich auch noch ein anderes Video machen, werde ich auch. Und mich dazu äußern, zu solchen Witzaussagen, dass Weed eine leichte Droge wäre. Also diese Erkenntnis, die hat sie einfach so ein bisschen gezogen, Alter. Und an dem Wochenende ist sie so ganz langsam durchgesickert. So, sie war ein bisschen zähflüssig. Und da hat man gedacht, Alter, machen wir doch jetzt einfach mal ab Montag wieder ein längeres Päuschen. Wirklich mal ein gescheites, vielleicht so einen Monat, weil ich so ein gescheites Päuschen mache, das wollte ich schon im Grunde die ganze Zeit, also mal so seit 1-2-3 Jahren haben wir sich das eigentlich schon immer mal vorgenommen, aber es ist halt nie geschehen, weil es so ein durchgehendes, einmonatiges Nüchternsein. Tja, man hat es schon mal gemacht, man hat sich mit ein paar Kollegen so abgesprochen, dass wir alle jetzt ein Päuschen machen, aber das war schon das Einzige, an was ich mich erinnern kann. Also das war dann auch nur ein Monat und da waren wir auch nicht einmal konsequent. Also ich wäre schon konsequent gewesen, aber ich wurde verleitet. Einmal, okay, es war ein Ausrutscher. Und wie dieses Wochenende so vorbeigeht und ich schon die ersten paar Tage Pause mache, habe ich mir davor aber auch schon den Gedanken gesetzt, Alter, was wäre denn, wenn du komplett zum Kiffen aufhörst. Und damit man sich mit so einem Gedanken mal anfreunden kann, muss man den wie alles einfach mal sacken lassen, damit man ein bisschen entschlossen und zuversichtlich auf die Sache zugehen kann. Quasi, damit man sich darauf einstellen kann. Genau, und dann habe ich an diesem Wochenende und im Verlaufe davon beschlossen, aufzuhören mit dem Kiffen. Genau, es ist jetzt nicht so, dass ich komplett aufhöre, weil wenn mir jetzt jemand fragen würde, fängst du denn wieder an zu kiffen, dann da die sagen definitiv nein, weil diese Frage, fangst wieder an, das impliziert, fängst du wieder an mit einem routinierten Muster, was nicht das Wahre ist. Das hat so eine Parallele zu, mal angenommen, mir da jemand fragt, fängst du wieder an mit Tabak zu rauchen, der da dir auch meiner,
da die jeden Tag mir was einpfeifen. So wie das bei all den Tabaksüchtigen ist. Und da kann ich sagen, ja, bestimmt werde ich mal wieder was konsumieren, aber halt nicht mehr so, wie es mal war, Alter. Und mal wieder was zu konsumieren, das fällt meines Erachtens nicht unter, fängst du wieder an zu kiffen. Weil das fange ich gewiss nicht an. Nicht wieder an. Genau, und jetzt raten Sie mal, wann dieses Wochenende war und wann ich zu dieser zähflüssigen Erkenntnis gekommen bin. Das ist tatsächlich schon etwas länger her. Und da, Trommelwirbel, das war am Wochenende des 14. Märzes. Genau, und deswegen bin ich seitdem bis jetzt, bis Mitte Juni, komplett Mr. Fucking Cleaninger, Alter. Das sind geschlagene 3 Monate, Baby. Yeah! Okay. Nach schon so 1-2-3 Wochen habe ich schon gespürt, wie ich dieses Muster durchbrochen habe. Aber ich habe einfach mal weitergemacht und ja, bisher ohne großen Tamtam habe ich das meisterlich geschafft, Alter. 3 Monate, lass es sacken! Yeah! So, mal abgesehen, ich darf mal wieder was konsumieren wollen, dann, ich weiß nicht, ich darf mir echt nichts vom Schwarzmarkt holen wollen, weil das ist echt starker Scheiß. Vielleicht was aus erster Hand oder irgendwo, wo es schon legalisiert ist und wo es schon kontrolliert ist, reguliert. So aus Vorsatz, glaube ich, habe mir auch so halb gedacht, Alter, das erste Mal, wo ich wieder smoke, wird es keine Schwarzmarkt-Scheiße sein. Am besten nie wieder irgendeine Schwarzmarkt-Scheiße. Ja, und seitdem schaut's ganz blumig aus. Naja, das war das erste Thema der Game Changer-Serie. Weed, Cannabis, Sucht. Und in dem Sinne geht's im nächsten Video weiter mit NoFap, Porn, etc. Und wir sehen uns dann... Everyone's saying, peace out, homies!